So Leute, heute gibt's ein Sponsorbrief von der lieben Pyro Valley. Ja. So, da werden wir jetzt mal ganz behaglich versuchen, das hier aufzutrennen, in der Hoffnung, dass ich der Pyrotechnik, die da drin ist, nicht wehtue. Weil man sollte ja nicht das verletzen, was man liebt. Und, ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Ah! Nein, da ist ein Brief drin. Ich glaube, ich habe einen Brief zerstört. Jetzt erstmal das Messer weg. Okay. Alter Falter. Wie kann man denn nur so krass hart den armen Brief zukleben? Oh mein Gott. Das ist krass. Ich wollte schon immer mal ein Taschentuch haben. Krass! Das ist bestimmt von Weco oder so. Mal gucken, was das für eine Brenndauer hat. So, hier ist erstmal ein Briefchen. Nein, den armen Brief habe ich zerstört. Nein. Ach nein. Wie cool. Dann habe ich noch das Teil irgendwo. Klebstand zusammen. So. Das war ein schönes Puzzle. Oh Gott. Hallo lieber Dennis. Ich hoffe sehr, dass du dich über dieses kleine Extra freust. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es nicht gerade viele oder große Artikel sind. Trotzdem hoffe ich, dass du damit etwas anfangen kannst. Mit freundlichen Grüßen, Pyro Valley. Natürlich, um Gottes Willen. Vor allem, das ist mega cool, Pyronik. Voll die schöne Karte. Danke. Und ein bisschen Silvestergeld. Ja, ja, die 5 Cent kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Dann kann ich schon ein bisschen was kaufen. So, aber guck mal, was hier drin ist. Wunderkerzchen sind hier nämlich drin. Genau, sie denken nämlich schön an meine Sicherheit, dass nicht so was Gefährliches drin liegt. Okay, das nehme ich schon wieder zurück. Das ist mega geil. Das sind nämlich wahrscheinlich ach was, von FKW Keller? Okay. Reibkopfknaller. Wow, krass, hatte ich noch nie. Sehr geil. Ja, wie süß. Dann sind hier noch Pyrospeed drin. Auch von Keller. Auch mit dem aktuellen Logo. Was haben wir hier noch drin? Genau. Ja. Sorry. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Nico Strobe. Der sieht aber schon sehr alt aus. Ich denke mal, dass es einer ist. Das ist sehr schön. Danke dafür. Was haben wir hier noch drin? Die tolle Biene. Die ist nämlich ganz toll. Oh Gott. Die könnte ich sogar gut gebrauchen. Weil da kommt vielleicht demnächst ein Video dazu online, wo ich die gebrauchen könnte. Das ist sehr schön. Wow. Okay. Dann haben wir hier noch 2 verschiedene Silberkreisel. Der eine ist etwas dicker als der andere. Okay. Sieht aber sehr gut aus. Und dann hier noch. Man kann nur vermuten, wow, dass es ein Colorsprüher von Weco ist. Was könnte es anders sein? Oder von irgendeiner anderen Marke. Ja, und dann gucken wir uns gleich nochmal schön die Gesamtübersicht an. Bis gleich.